das ist richtig, das meine ich. Und du bist zweiter Vorsitzender. Also ich teile mir das mit Oliver Anders zusammen. Und nächstes Jahr kriegt ihr jetzt ganz viele Anfragen auf Bruteier. Ich hab jetzt schon 5 Anfragen. Ich bin schon fast durch für nächstes Jahr. Hast du eine Liste? Ich habe eine Liste. Ich trage das immer ein. Und die vom Sonderverein werden natürlich auch bevorzugt behandelt, die Züchter. Aber wenn du kannst, bedienst du auch, oder? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Und was mich halt auch mega gefreut hat, die HV-Henne von Peter ist aus meiner Zucht. Und die V-Henne von Matthias Rode ist auch aus meiner Zucht. Oh, super. Mensch, top. Und deine eigenen Tiere hier? Auch zufrieden? Der HV-Mann ist meiner. Nee, und sonst alles im SG-Bereich. Alles gut. Ich bin auf jeden Fall zufrieden durch die Bank. Ja. An welchen Merkmalen arbeitest du gerade? Wollen wir einmal deinen HV-Hahn angucken? Ja, ich muss aufpassen, dass meine Tiere nicht zu dunkel werden. Also... Warte, ich mach dir ein Mikro dran. Achso, ja. Oh Gott, du hattest gerade, wir haben hier deinen Ton, aber wenn du jetzt... Nicht viel, nur... Okay. Darf ich? Ja. Gut, war doch ein toller Anfang schon. Sehr gut, ja. Okay, dein HV-Hahn. Genau, der steht da, das ist mein HV-Hahn. Ach, den hatte ich auch schon. Genau, den hattest du schon, den hat Norbert schon gezeigt. Dieses Jahr mein bester Hahn, muss ich schon sagen. Der ist Mitte Februar ist der geschlüpft. Mitte Februar. Mitte Februar ist der wir geschlüpft. Wir brauchen schon dann, jetzt ist 10. Monat. Also genau, so 8. 8 Monate acht brauchen Monat die Hähne. Brauchen die Hähne schon, ja. Und bei dem Hahn wusste ich eigentlich schon beim Beringen, dass ich den hier in Bückeburg ausstelle. Weil als ich die Ringe aufgezogen hatte, da sah man schon, das wird ein guter Hahn. Und ich hatte Jonas dann auch schon im Juli, glaube ich, ein Bild von dem Hahn geschickt. Und da hat er schon gesagt, ja, super Tier, super Formtier. HV würde ich geben, kleiner Wunsch in den Kehlappen. Hat er schon im Juni gesagt. Und jetzt steht genau das drauf. Aber, wie das ist ja immer schwierig für Zuchtanfänger. Wie gucke ich denn bei den Jungtieren, wer Potenzial hat und wer nicht? Das sieht man. Die sind zum Teil stärker als ihre Kollegen. Also von der Rückenlänge kann man das sehen. Also der hatte schon, als ich die Ringe aufgezogen hatte, hatte der schon eine Bombenform so als Jungtier. Und da wusste ich, okay, den wirst du mit nach Bückeburg nehmen oder zumindest ausstellen. Dann wusste man halt nicht, okay, wie ist die Zehenlage? Hat er vielleicht eine Entenzehe oder so? Aber und gibt es schon so grobe Fehler, die du dann auch siehst, wo schon ein paar rausfallen? Ja, natürlich immer der Kamm natürlich. Das sieht man gleich, ob es eine M-Zacke ist oder nicht. Oder die hintere Zehe, wenn die nach vorne umklappt, dann ist es eine Entenzehe. Das gibt auch ein U. Was ich auch schon mal hatte, sind Drehfedern im Flügel. Dann ist eine Feder halt umgedreht, es gibt auch ein U. Frage ist immer bei den Bielefeldern Querfalte oder Längsfalte in den Kehllappen. Ach, die Kehllappen, ja. Die Kehllappen ist ein ganz spezielles Thema, aber da gibt es halt echt andere Sachen, worauf man achten müsste. Also Form, Form, Form ist das Wichtigste. Sagt Norbert, unserer Zuchtwart, halt auch immer. Also stimmt Form, auch. Form insgesamt vom Tier. Genau, also Unterlinie, Rückenlinie. Und der hat im Kehllappen jetzt vorne schon... Ja, halt sind auch Klappen ein bisschen um, wenn man das vorne sieht, so ein bisschen. Und die sollten natürlich halt schön gerade runterhängen. Aber das ist sehr schwer bei den Bielefeldern. Und wenn es nur das ist, also... Ja, das ist das letzte Detail. Ja, dann, ne? Richtig, genau. Ja. Ja, Mensch, ich danke dir. Ja, gerne.